Hallihallo und willkommen zur 29. Folge von Let's Play Rimworld. Wir sind immer noch nicht von den Planeten entkommen und mir ist auch gefallen, wir haben mittlerweile 29 Folgen. Und ja, die Forschung geht überhaupt nicht voran. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir jetzt langsam mal gucken sollen, dass Paramedic nur noch forscht. Und das wird er jetzt nur noch tun. Wir wollen ja auch von diesem Planeten irgendwann mal wegkommen. Ich meine, wenn euch natürlich das Let's Play gefällt, wir können das auch noch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber ich glaube, wir sollten wirklich langsamer beginnen, das Raumschiff zu erforschen und dass wir dann demnächst mal anfangen können, es zu bauen, weil ich befürchte, wir brauchen ganz viel von dem Plastahl. Und wie ihr hier auf der Karte sehen könnt, gibt es wahrscheinlich kaum welchen. Also wir haben Stahl, haben wir hier noch ein bisschen rumliegen, aber diesen Plastahl, also das ist so ein besonderer, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, der ist ziemlich teuer. Wenn wir natürlich hier das eine oder andere Trumbo zähmen könnten und das dann Nachwuchs bekommt, dann irgendwann stirbt oder wir es schlachten, dann kriegen wir natürlich das Horn, was relativ viel wert ist, aber ja, ich glaube, wir brauchen ziemlich viele Händler, bis wir den ganzen Plastahl bekommen haben. Und ja, genau, wir hatten in der letzten Folge, jetzt komme ich mal hier, kleiner Überschwank so. In der letzten Folge hatten wir noch Mechanoiden, die gelandet sind. Die konnten wir relativ einfach ausschalten, da wir ja ziemlich viele Scharfschützengewehre haben. Und die haben nur zwei Geschütze hier zerstört. Hier noch ein bisschen den Sandsack. Aber ansonsten war es eigentlich ganz leicht. Haben sie halt von hier oben abgeschossen. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ansonsten schaut es euch nochmal an. Und hier kriegen wir natürlich auch noch ein bisschen Plage raus. Aber auch nicht genug. Wir haben hier unten zwar noch ein paar liegen, hier drüben. Aber um das ganze Raumschiff zu bauen, reicht es wahrscheinlich nicht. Das müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Aber wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Forschung ein bisschen vorantreiben. Und ja, ansonsten die anderen Arbeiten vernachlässigen wir natürlich nicht. Cleo wird auf jeden Fall versuchen, hier die ganzen Tiere zu trainieren. Und hoffentlich kriegt er dann Stufe 15. Und vielleicht schaffen wir es ja noch in dieser Staffel dann halt so ein Trumbo zu zähmen, was richtig, richtig cool wäre. So, hier haben wir Sexium drin, genau. Wie geht's unseren Gefangenen? Ah, sehr gut. Auf jeden Fall Anwärmungsversuch. Wir haben wieder Zusammenbruch. Noch ein. Das war ein Angriff, oder? Oder doch nur ein Zusammenbruch? Wo ist er denn, der Zusammenbruch? Ja, wir sehen es ja gleich, wenn sie uns boxen. Aber wenn es ein Angriff wäre, das wäre nicht so gut, wenn ich den jetzt nicht sehen würde. Nee, mir fällt jetzt gerade nichts auf. Okay, machen wir mal weiter. So. Fledermaus, noch freundliches Gespräch. Ab Gennaro auch noch Freund. Nee, Anwärmungsversuch, ja. M-Bike Sada, wie sieht's bei dir aus? Ja, Anwerbungsversuch lassen wir drin. Servexa, freundliches Gespräch lassen wir drin. Und bei Borne, auch Anwerbungsversuch. Und wen haben wir? Redfields. Hallo, Redfields. So, dir geben wir auf jeden Fall gleich mal eine Waffe. Ah, du bist unser Pessimist. Halb so schlimm. Du wirst auf jeden Fall, da du unser schneller Gier bist, wirst du ein Träger. Einmal Träger, du könntest von mir aus auch Arzt werden, ja. Aufseher bist du auch nicht schlecht, lassen wir mal eine 2 drin. Koch lassen wir mal eine 3 drin, Jäger musst du nicht sein, Bauarbeiter kannst du als Viertes machen. Anbauen kannst du nicht, okay, also bist auf jeden Fall mal ein Träger, das ist gut, weil du halt relativ schnell gehen kannst, wobei das jetzt momentan relativ langsam aussieht. So, was machst du jetzt? Jetzt verarztest du. Okay, unseren Tieren geht's, glaube ich, auch gut. Die Kühe haben schon was beigebracht bekommen. Was haben wir denn hier noch? Ein Stoffhut. Die Wildschweine, denen geht's auch gut. Und was haben wir hier? Was ist denn hier los? Das Wildschwein dreht durch. Machen wir mal einen Nahkampfangriff aufs Wildschwein. Das Schwein hilft uns jetzt, glaube ich. Sehr gut. Immer drauf. So, auf jeden Fall, wir sollten vielleicht noch ein paar Wohnungen bauen.
Man weiß ja nie, was kommt. So, dann Holztür natürlich wieder. Haben wir noch einen Blumentopf. Einmal hier, einmal hier. Stehlampe, einmal da und einmal da. Und dann brauchen wir noch ein Holzbett. So. Ja gut, okay, dann müssen wir die Wohnung ein bisschen... Entweder bauen wir sie größer. Wobei, wir haben es jetzt die ganze Zeit so gebaut, dann machen wir das hier so. Und reißen das ab. Alles reißen wir erst später ab, sonst fliehen vielleicht unsere Trumbos. Das möchte ich eigentlich nicht. So, ansonsten brauchen wir natürlich noch einen grünen, einen roten Teppich. So. Und ja, vielleicht sollten wir die Anbauzone von diesem Teppich nochmal ein bisschen vergrößern. Dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen hinterherkommen und auch diese Wohnung eventuell irgendwann mal, ja, mit Teppich verlegen können. Was wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit dauert. Aber es wäre doch immer mal schön, wenn das funktionieren würde. Und zwei neue Wohnungen, reichen die? Vermutlich nicht, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Wenn jetzt irgendwann nochmal Angreifer kommen, werden wir wahrscheinlich eher keine Gefangenen nehmen. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 Kolonisten schon. Und da kommen noch einige dazu. Ja, lassen wir es mal so, wie es ist momentan. Von Nahrungsmitteln sieht es auch sehr gut aus. Wir haben hier noch... Grundlage vom Raumschiff ist fertig, dann kommt als nächstes Mechanik. Die Mechanikwerkbank, damit wir auf jeden Fall diese 1000-Füßler und alles mal verwenden können. Kroyo, hattest du eine Waffe? Oh, was anders. Ja, du hast eine Pistole, die lässt du mal fallen. So, Pistole fallen lassen. Und du holst dir mal die Minigun. Haben ein bisschen mehr Schlagkraft. Gut. So, den Knüppel könnten wir auch irgendwann mal noch reintragen. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus hier aus. So, jetzt müssen wir vielleicht gucken, dass irgendjemand noch die Schlackebrocken hier schmilzt. Und jemand sich um den Steinmetzarbeiten kümmern würde. Wen haben wir denn da überhaupt alles eingestellt? Das sind, glaube ich, Handwerker. Ja, Handwerker müssten das sein. Haben wir eigentlich zwei sogar. Sayo ist ein Bauarbeiter. Was machst du denn gerade, Sayo? Ja, du baust. Ja, dann lassen wir die erstmal hier fertig bauen. Das können wir ja auch noch später machen. Teppich ist auch fast verlegt. Hier zur Hälfte schon. Das sieht gut aus. Holz wird auch noch gefällt. Da müssten wir vielleicht auch noch mal ein paar Aufträge geben. Hier haben wir schon ein bisschen was gefällt. Das fällen wir auch mal noch. So. Gut. Dann ist die Wohnung fast fertig. Ja, dann sollten wir vielleicht hier noch den Gang hier zumachen. Da haben wir zwei Wohnungen. Stromkabel fehlt natürlich noch. Das hätte ich fast vergessen. So. Füllen wir es mal ein bisschen rein, damit die Kühlung dann auch noch drankommt, wenn wir die bauen. So, wie sieht's aus mit unseren Gefangenenbedürfnissen? Perfekt. So, ein paar freundliche Gespräche hier. Zerwexa, wie sieht's bei dir aus? Na, noch ein paar freundliche Gespräche. Borne. Lass mal beim Anwerbungsversuch. Hier haben wir niemanden mehr. Ja. Haben wir nur noch vier Gefangene. Und die Forschung wird auch erledigt. Das ist sehr gut. Sieht eigentlich aus. Du bist ein super Arzt. In der Forschung bist du... Das steigt richtig schnell. So, und wie sieht's mit Cleo aus? Noch Stufe 13. Aber fast Stufe 14. Sehr schön. Das Wildschwein 3 kann jetzt schon mal alleine lösen. Das ist schon mal was. Fledermaus 0% Chance. Ist ziemlich wenig. Komm schon, Bill, du schaffst es. Borne will zu uns. Nein, nicht geschafft. Leider nicht. So, dann reißen wir das hier hinten mal ab. Das könnten wir eigentlich dann auch gleich mit abreißen und da die Kühlung reinbauen.
Wieder mal ein Zusammenbruch. Aber die müssten jetzt, glaube ich, immun sein, oder? Oh, fast. Oh, ein kleines bisschen, dann haben sie es geschafft. Und ein verrücktes Tier, ein Boomerloop. Schalten wir mal ganz schnell die Geschütze ein. Mach das mal ganz schnell, Schildkröte. Sehr schön. Oh, natürlich fackelt da jetzt alles ab. Möchte das jemand löschen? Ja, da kommt schon die ganze Feuerwehr. Habe ich da etwa die Heimatzone entfernt? Ja, habe ich. So, löscht das mal ganz, ganz schnell. Machen wir hier noch ein bisschen Heimatzone, hier noch ein bisschen, damit es auf jeden Fall gelöscht wird. Sehr schön. Super Feuerwehr auf jeden Fall. Was ist denn los? Wieso haben die denn alle Zusammenbrüche? Dass Ben und Val einen Zusammenbruch haben, ist mir klar. Die haben ja auch alle noch ein bisschen Krankheit, aber ansonsten sehr merkwürdig auf jeden Fall. Und ein Großhändler, da können wir auch gleich mal nur vorbeischauen. So, wo ist denn Delpierre? Unser bester Aufseher. Ruf mal den Großhändler, mal gucken, was der noch zu bieten hat. Holz, verkaufen wir mal. Kuhleder. Verkaufen wir auch mal noch. Das ganze Leder können wir eigentlich verkaufen. Den Stoff behalten wir. Alpaka-Wolle. Da können wir vielleicht noch ein paar Hüte herstellen. Das fällt mir gerade auf. So. Nashorn. 1000. Können wir uns nicht leisten. Das ist zu teuer. Also Nashorn wäre auch richtig cool. So. Genau, vielleicht noch irgendwo ein bisschen Stahl abbauen, das wäre wichtig. Hier noch ein bisschen abbauen, hier noch ein bisschen abbauen. Hier unten ist nichts mehr. Wie sieht's hier aus? Hier könnte man natürlich noch irgendwie eine Tür reinbauen, um da unten ein bisschen Stahl abzubauen. Oder wir bauen hier oben noch den. Ja, bauen wir erstmal den Stahl noch ab. Was haben wir denn hier nochmal? Das sind... Oh, Pioniere sind das auch noch. Die bullen sich da jetzt durch. Wie viele haben wir denn? Das sind 2, 4, 6, 8 Stück sind es. Molotow-Cocktail, Energiegewehr, nochmal Cocktail, Energiegewehr. Scharfschützen wäre auch noch eins. Das wäre cool, wenn wir das erbeuten würden. So, dann sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier... beim Tiergebiet die Zone nochmal verändern. So, damit die auch alle wieder reingehen. Das habe ich halt befürchtet, als ich das wieder eingesetzt habe, dass die... Ja, das sieht gar nicht gut aus. Tiere haben natürlich alle einen Meister, da machen wir mal nichts rein. So. Und ja, ich würde sagen... Gehen wir mal mit der ganzen Armee ran. Den einen oder anderen brauchen wir natürlich nicht. Sowas wie Delpierre brauchen wir nicht. Und wo ist denn Paramedic? Den brauchen wir auch nicht. Aber der Rest kann schon mitkämpfen. So, die stellen wir mal hier hinten hin. John ein bisschen weiter vorne vielleicht mit dem Bogen. Bill hat keine Waffe. Cleo hier auch hier hinten irgendwo. Val hat natürlich auch keine Waffe. So. Scharfschützengewehr ein bisschen weiter hinten. Bogen. Scharfschützengewehr. Sollte eigentlich klappen, denke ich mir. Ben. Oh, oh, wow, wow. John hat's erwischt. Das war keine gute Idee. So. Gut. Die ein bisschen weiter zurück. So, ihr auch ein bisschen weiter zurück, weil die Scharfschützen schießen gleich alle nochmal. Ich glaube, Foschi hat es ja, ein bisschen erwischt, aber ansonsten nichts passiert. So, lassen wir die nochmal... Oh, den Doktor. Den Doktor könnten wir vielleicht gefangen nehmen.
So, ansonsten, das müssen wir natürlich löschen. Heimatgebiet erstellen. So. Was kann der Doktor? Lass mal gucken. Ist der ein guter Arzt? Ja, der lernt auch sehr schnell. Dann werden wir den auf jeden Fall mal noch gefangen nehmen. Einen Doktor kann man immer mal gebrauchen. Cleo, würdest du das kurz erledigen? Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nicht wirklich gute Sachen. Oh, ah, der Agent. Was kann der? Der ist depressiv, schießwillig. Okay, lassen wir nicht sterben. Aber wir lassen ihn auf jeden Fall frei. So, das muss natürlich auch noch gelöscht werden. So, der Doktor kriegt auf jeden Fall Medizin und ein freundliches Gespräch. 88 Schwierigkeiten nur, das ist sehr gut. Und dich lassen wir natürlich frei. Und ja, gut. Hat eigentlich sehr gut geklappt, würde ich mal sagen. Ja, der Pierre vielleicht erstmal unsere eigenen Leute verarzten. Ah, die wurden schon alle verarztet, sieht so aus. Okay. Den Kerl hier noch ausziehen und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Dann können wir auch wieder das Gebiet für die Tiere freigeben. Können sie sich hier noch ein bisschen durchfressen durchs Gras. Aber ansonsten sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Die Tromos sind auch zufrieden. Wir haben ein bisschen wenig Medizin. Wir brauchen noch ein paar Behandlungen. Ja, das ist schnell gemacht. Kapibara hat sich selbst gezähmt. Auch nicht schlecht. Du kommst mal ins Tiergebiet. Haben wir ein neues Tier? Das schlachten wir vielleicht. Glaube ich, die beste Variante, die wir machen können. So, Grim kocht noch ein paar leckere Mahlzeiten. Auch sehr gut. Ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Sieht's aus mit dem Doktor. Dem geht's jetzt schon ganz gut. Kein Kolonist. So. Und der eine Gefangene ist weg. Die Betten sind fertig. Und wer ist jetzt aggressiv? Hey! Bei Exada, wieso bist du jetzt aggressiv geworden? Nur weil du mal kurz nichts zu essen hattest. Jetzt kriegst du sogar eine leckere Mahlzeit. Beruhig dich mal, sonst exekutieren wir dich. So, machen wir auf jeden Fall nochmal freundliche Gespräche überall rein, außer bei, doch bei Fledermaus auch, Servexa. Wie sieht's mit Borne aus? Ja, Borne müsste eigentlich klappen mit dem Anwerben. Komm, Amber Xada, jawohl. Dann machen wir hier, freundliche Gespräche sind drin. Also sollte eigentlich alles funktionieren. Horschi, dir geht's auch bald wieder gut. Und wir haben 30, sogar 30 Kräutermedizin. Das ist viel. So, Cleo, du bist doch... Jawohl, endlich Stufe 14. Was bringst du unserem Wildschwein Stufe... oder unserem Wildschwein bei? Du hast ihm, glaube ich, Rettung beigebracht. Ja. Und ein Waffenhändler. Da könnten wir kurz mal gucken, ob wir vielleicht eine gescheite Waffe noch kaufen können. So, Mechanik ist auch fertig, dann kommt als nächstes, ja, nicht alles auf einmal, erstmal die Kalksteinknüppel, die Pilas, die können wir verkaufen, den Langbogen behalten wir mal noch, die gepanzerte Weste behalten wir auch noch. So, was machen wir als nächstes? 2800, 3000, das dauert echt noch richtig lange, dann erforschen wir vielleicht nochmal die... Nee, machen wir gleich mal den Schiffsantrieb. Forsche mal nicht so weit drumherum, wir machen das sofort fertig. So, die Mechanikwerkbank, die können wir natürlich hier nicht mehr reinbauen. Einen extra Raum wollte ich dafür eigentlich auch nicht bauen. Ach, machen wir es einfach hier rein. So. Kleiner, feiner Raum. Stromkabel können wir natürlich auch nochmal verlegen. Weil das eigentlich auch so gehen sollte, aber schadet ja nicht. Die Frage ist jetzt nur, wo bauen wir eigentlich das Raumschiff hin? Ja, eigentlich keine schwierige Frage. Wir könnten das dann irgendwann mal hier hinbauen. Hier ist ja mehr als genug Platz. Ja, das bauen wir auf jeden Fall dahin. Das
Das sollte funktionieren. So, nochmal zum Abschied. Schauen wir nochmal bei den Gefangenen vorbei. Freundliche Gespräche sind drin. Hier auch. Hier auch. Ja, Borne vielleicht noch. Vielleicht schaffen wir es noch. Nee. Ja, dann schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz bei dem Piratenhändler vorbei. Vielleicht hat der noch was Interessantes. Könnte natürlich unsere ganzen Leute hier verkaufen. Für 200. Ist relativ wenig. Oder wir kaufen eine Schrotflinte oder eine Pistole vielleicht. Nee, das lohnt sich glaube ich nicht. Ja, das ist so okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall versuchen, noch die anderen Gefangenen zu rekrutieren. Vielleicht auch den Doktor, den wir diese Folge gefangen genommen haben. Und ja, wir werden weiter an der, ja, am Raumschiff forschen und dann hoffentlich bald von diesem Planeten wegkommen. Aber das wird wahrscheinlich noch einige Folgen dauern. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!